Hallo und herzlich willkommen in Folge 7 von State of Decay. Hoffentlich heute mal ein bisschen nicht so verwirrt, aber ihr kennt mich ja. So. I really hope you're at the radio, sis, because I'm in a little trouble here. Jacob, where have you been? I've been trying to raise you for ages. Sorry about that. I've been busy. What's going on? I sort of took a bad fall. Off a roof. I don't think I can make it home on my own. Anybody out there who can give me a ride? If anybody's in the neighborhood, can you please go get my idiot brother? Aber sehr gerne. Achso, ist noch nicht? Ja. Und wo soll der jetzt bitte sein? Der ist nicht da, oder? Oh Gott. Naja, gut. Dann haben wir was zu tun jetzt. Das ist sehr schön, das fing jetzt gerade praktisch an gleichzeitig. Ansonsten habe ich mir gerade noch einen Schalldämpfer, einen selbstgemachten Schalldämpfer aufgeschraubt auf meine Waffe. Das habe ich dann mal geschafft. Und ansonsten habe ich auch nicht viel mehr rausgefunden als... Bill, I want to tell your guy to hurry up. Looks like I just got noticed. How bad is it? Pretty bad. Just hang on. Somebody will be there soon. Okay, wir müssen... Okay, hier links. Und dann müssen wir nämlich darunter und dann direkt rechts, wenn es so schräg rechts geht. Das kriege ich hoffentlich hin. So, hier müsste ich jetzt dann praktisch rechts... Oh, da kam jemand durchs Glas. Oh, da leckt es wieder ein bisschen. Moment mal, können wir dieses Auto hier mitnehmen? Das wäre ja brillant. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir nämlich kein rauchendes Auto. Oh Gott, der ist aber süß. Oh, ja, und schon macht das Auto kaputt. Boah, ist der schnell. So, hier müssten wir reinfahren, glaube ich. Oh. Ich hoffe, das war ein Zombie, aber das war einer. So, das müsste jetzt richtig gewesen sein. Genau, bis zum Ende und dann irgendwann, wenn es reingeht, fahren wir rein. Ach du Kacke! Ich verstehe immer noch nicht, warum der manchmal... Ich hab's gerade rausgefunden, wann der hupt. Und zwar, wenn ich da drücke. In der... mit dem mittleren Steuerstick. Lily? You're starting to get closer! Where are you? Beschütze Jacob. Ach du Scheiße, das wird doch jetzt schon nichts. Thank Christ. I was starting to think no one was coming. Hey, I told you my sister wouldn't need us to die. Jacob, right? Come on. Let's get you and your friend out of here. No, that's okay. You just get him back to the church safe. I gotta get back to my brothers for they notice I'm gone. Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Hey, I'm young, quick, and I got a big ass wrench. What could go wrong? I got some stuff to spare. We should probably toss one more of those things when we get a little farther up the road. Give them some more time to get clear. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir schwul sind? Kann das sein? Das finde ich ja cool, wenn das in Spielen so drin ist. Komm, hier ist Benzin. Ah ja, dann untersuchen wir das erstmal. So, wir müssen das jetzt, irgendwie ablenken. Ich konnte es leider nicht ganz lesen, weil es natürlich ultraschnell weg war. Ressourcenbündel. Gelegentlich findest du beim Suchen Ressourcenbündel, die du nach Hause bringen und den Vorräten der Gemeinschaft hinzufügen kannst. Drücke A, um sie aufzuladen und selbst zu tragen, oder Y, um per Funk nach Plünderern zu rufen. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. Das ist sehr gut, dass man das machen kann. Das finde ich toll. So. Schaffe eine Ablenkung für Eli.
Ach so. Can't do that right now. Nee, can't do it right now. Nee. Ach, guck mal, hier ist ja noch mehr. Das dauert so lange, das macht so viel Spaß. Das ist ja so wunderbar. Ach, du grüne Neune. Nice. Du bist überlastet. Was ist das? Böller. Böller! Böller sind gut. Moment. Ich will die da raus haben aus meiner Tasche. Wie geht denn das? Gott, das ist so kompliziert von der Steuerung her. Das ist ja grauenhaft. No! Jetzt. Mit jeder dritten Taste kommt man hier wieder raus aus dem Mist. Oder muss ich erst hier, aber da kann ich nicht mehr rein. Another time. So, was haben wir hier? Ich muss ja alles jetzt untersuchen, ne? Ich meine, da sind tolle Ressourcen. Der steht halb in mir drin, aber auch egal. So, da haben wir. Haben wir nicht mehr genug, oder was? Maybe later. Kann ich da nichts mehr von nehmen? Das sieht jetzt aber auch nicht so spannend aus. Kann ich denn da meine Sachen vielleicht reintun, die ich nicht brauche? Ach, zerstören. Jetzt zerstören ist scheiße, aber... Ach, shit happens. Das ist ja noch mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich das jetzt wirklich alles durchsuchen soll. Ob das also die Plünderer hinterher abholen. Oder ob ich das lieber nicht machen sollte. Das sieht auch nicht spannend aus. Sehe ich hier irgendwo, wo die Plünderer... Ach, da, guck mal, da sind sie. Oh, die brauchen wir aber lange. Der läuft ja, ey, mit... Ich glaub's nicht. So. Jetzt hatten wir ja die Böller. Und ich fand, Böller ist jetzt, hörte sich gut an zum Ablenken. Kann ich aber nicht benutzen. Ich glaub's ja nicht. Boah, Steuerung! Naja, gut. Wie schaffen wir jetzt also eine Ablenkung? Ich muss laut sein. Kann ich denn ins Auto steigen und dann ein bisschen... Das sieht gut aus. That ought to be enough. They'll be too fixated on the noise to pay much attention to Eli. As long as he doesn't get cocky. Perfekt. So, das heißt, wir haben, das hat ganz gut geklappt mit dem Auto. Oh. Oh oh. Patsch. Ah, der lebt ja immer noch, der Sack. We're on our way home. Thank you. Now please, smack him in the head for being an idiot. So, Guess he could say I'm new in town. Right. End of the world, you just blew into town and point you to a place to stay. Ow! What was that for? You heard your sister. So, ich mach mal hier ein bisschen Spritztour machen. Ach, immer diese Kack. Weißt du, ein Holzzaun, als ob man da nicht durchfahren könnte. Achso, du bist kein Zombie. Oh Gott, der kam so auf mich zugerannt. Was? Und wir... Und ich dachte jetzt, wir sterben jetzt, weil von wegen hier, Was ist für ein Drecksspiel, ey? Warum spiele ich sowas überhaupt? Naja! Es wäre so cool, wenn das... Also so ein bisschen mehr realistisch wäre schon nicht schlecht. Und jetzt ist das Auto natürlich Schrott wie sonst was. Ich wollte eigentlich mir da... Oh! Oh oh! Oh oh!
schnell, schnell, schnell. Genau das Auto wollte ich da. Ach Gott, Stefan macht wieder alles kaputt. Ich würde da jetzt aussteigen schnell, weil ich befürchte, es könnte explodieren. Steig ein, mein Lieber, steig ein. So. Passt. Du bitte einmal so. Oh, der Torso fliegt. So, hier sollten wir... Ach, da kommt der... Na, den gucken wir doch mal zu noch. Da mache ich die Folge vielleicht ein bisschen länger heute, ausnahmsweise. Ach, wie schön er rennt, so schön gleichmäßig. Ach, immer dieses... Mensch, also wirklich, von der Steuerung ist es grauenhaft. Da hätte man sich ein bisschen was Besseres überlegen können. Will da nicht einsteigen, naja. Hätte ich ihm jetzt angeboten, aber wenn er nicht will... Du Trottel. Boah. So, dann öffnen wir schon mal die Karte. Und setzen den Wegpunkt nach Hause, damit ich das schon mal hab. Okay, we're here. Let's take a quick look around. Okay. Steig mal aus und guck dem zu jetzt, wie gesagt. Also der scheint dann wirklich überall hinzugehen. Ach tatsächlich, und das nimmt er auch alles mit. Naja, das ist ja super. Das passt ja. Dann würde ich sagen... Na, willst du einsteigen? Ja, gut, dann geh da hin. Passt, auch okay. Machen wir gleich... Ah, was denn? Lenk doch. Der geht nicht mehr. Jetzt geht's wieder. So. Machen wir gleich einen kleinen... Boah! Erst die Kamera und jetzt darf ich das Fahrzeug lenken. Was für ein Mist. So, machen wir gleich einen kleinen Test. Wenn er da schon so offen hinten drin sitzt. Stört ihn gar nicht. Er sitzt da ganz geschillt, ohne Probleme. Das Auto ist schon echt laut, muss man sagen. Ah, da diesen blauen Kreis, da sieht man auch, wie laut man ist. Ist mir natürlich schon vorher aufgefallen, aber ich wollte es nochmal für die Leute sagen, die es noch nicht gemerkt haben. So. Und hier müssen wir jetzt so fahren und dann müssten wir gleich irgendwo schon wieder zu Hause sein. How's the leg? It hurts like hell. I think I twisted my ankle or something. And nothing's broken though. With a little bed rest, I should be fine in a day or so. Just don't expect me to be running around town dodging zombies until then. Okay. Jetzt parken wir mal hier perfekt ein, dass wir später direkt losfahren können. Ach. So. Hat sich das Bein geprellt, tut sich aber an der Hand fassen, als ob er Aua Hand hat. Aua Hand. So, die Tür ist zu. What were you thinking? You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not mom. And besides, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey, have you seen Dad recently? No, the last I saw him, he was going up to the lake to look for survivors. The lake, huh? The lake, huh? Ja, the lake, huh? Aber, also, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es grafisch besser aussieht als vor dem Update. Es wirkt jetzt nicht mehr so komisch ver... Danke. Nicht mehr so komisch verschwommen alles, auch wenn die, also draußen... Mehr als drinnen, aber nicht mehr so extrem wie beim letzten Mal.
Müde oder verletzt. Der Arme. Also von daher passt das schon ganz gut. So, achso, guck mal, das können wir jetzt mal eben noch in den... Das kann ich auch von draußen machen, weil das ja hier so geil buggy ist. So. Na? Na? Na komm, da, spinnt. So. Tun wir das mal rein und ich weiß nicht, ist das das gleiche? Ach, guck mal. Das gibt mir auch noch Einfluss. Wie süß. So, Filterpatronen. Naja, die tun wir auch mal weg. Dafür nehmen wir aber... nehmen wir mal ein bisschen Pillen. Achso, und das kostet Einfluss. Crazy shit, man. Verstehe. Mehr oder weniger. So. Das lesen wir nochmal schnell. Hör auf, hinter meinem Rücken Scheiße über mich zu verbreiten, Sam, sonst mache ich Hackfleisch aus dir. Süße Träume, Arschloch. Alan, minus 10 Gemeinschaftsmoral. Sorgt für Ärger. Hat das meiste abbekommen, Typ aufbrausend. Wie wär's, wenn du mir aus den Augen gehst? So, den Bruder haben wir geschafft. 45, aha. Plus Gemeinschaftsmoral. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann sollten wir theoretisch auch die nächste Mission bekommen. Meistens dauert das immer so ein bisschen und dann kriegt man die, wenn ich das hier richtig mitbekommen habe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao! Fehler nicht. Tja, dann...